Kenya hagi moit dat ze hier nu veel steden en ik hoor in de ernte dankfest vieren. Jo, weet je wat dat is? Wat moit dat? Weet je niet? Wer weet wat dat moit ernte dankfest? Simon? Ja, wir sind dankbar für das, was Gott uns gibt. Gott gibt uns so, so viel. Wir haben zum Essen, wir können an ihrem Tag sein, wir haben Untertragen. In der ganz meiste, wo wir können dankbar sein, dass wir können, dass die Taub kommen und von der Bibel lernen. Und dass Jesus ist gekommen für uns. Das ganz meiste, wo wir können dankbar sein, nicht so? Nicht so? Ja. Yeah. Aber auch für all das Gute, was wir hier haben. Wenn wir mal sehen, wird es jetzt in dieser Geschichte. Wenn wir dankbar sind, da sind wir nicht vergrünzt, nicht? Da sind wir auch nicht mütlos. Da sind wir schaftig und sind froh, nicht? Ja. Yeah. Aber wenn wir mal sehen, wie Kevin das ging. Kevin, seine Mama, der den Pie backen, in den Cake backen, wenn sie wollen den Dank fast fühlen bei den Großpapa, der will nicht mehr so jung. Nicht, dass sie sich das Essen ändern, nicht, dass sie alle Essen durchbringen, wollen sie durchfahren. Auch sie ihr spart Großpapa sind der sein, dann sagt Kevin, Mama, warum hat er keine Großpapa? Ich will tüss bleiben. Kevin, denk du an, wir können hier als Familie taub sein. Wir werden alle taub hier in Dank fast führen. Dort ist mir kracken da und ich würde wahrlich allein sein. Kevin, du weißt, dass viele Menschen sind allein. Die würden wel mit Familie taub sein. Ich würde allein wel sein. Und dann sage ich da, aber warum soll ich hier bei Großpapa nachbleiben? Ich will tüss in meinem Bad schlafen. Kevin, wo viele würden dankbar sein, wenn sie auf so einen Tag können schlafen, was du mit hast? Na jo, ich soll hier begrüßen, Papa, diese Tag schlug, mein Janker dort nicht, ich will tüss in mein Bad. Und Kevin, denk du an, du hast das so gut, in andere Hand dort nicht so gut. Was habe ich Schuld an, wenn andere dort nicht so gut haben? Das ist nicht meine Schuld. Und dann puttert die Mama ohne dir, und der Großpapa kommt, rührt so schaftig und sagt, Opa, gut, dass die sind gekommen, und das ist seine Tochter am Armen und freut sich, dass er gekommen ist. Und dann sagt sie, ich habe hier den schönen Pie gebacken. Und dann will er Kevin auch noch begrüßen, aber der Jäppler schwimmt vorbei und da rammt. Dann sage ich, Großpapa kickt ihn so an. Na, was ist mit Kevin? Und dann sagt Mama, weißt du was, das ist nicht ganz so einmal, ich würde aber viel besser sein. Dann gehen sie bei einer Kirche und dann sagen sie, da trägt du wahrscheinlich dort eben, was die alle Reut gemerkt haben. Und sie vertrauen dort und merken alles Reut. Dann kickt Mama sich um. Ach, dann sitzt sie dort. Kevin sagt du an der Stufe, auf seinen Fuhn und spielt du an seinen Fuhn. Dann geht sie du näher und dann sagt sie, Kevin, geh und spiel mit deinen Primus, warum bist du hier allein? Ich will allein sein. Ich will nicht mit dir spielen. Ich leuchte nicht dort um so viele Menschen. Dann nimmt Mama das Fuhn am Weich und sagt, du sollst nicht mit der anderen Taub sein. Aber heute hat er gleich. Mama geht dort eben reut merken, halten ganz vor dich merken. Und dann sagt sie, so, nun werden wir eten. Werden sie alle eten, jetzt zu Kevin auch holen. Und heute kommt auch. Und dann, außer ich bin arm erst, wie sie alle in der Rede, sie sich dort alle ernst haben. Außer ich bin arm erst, und sie schiebt sich auf, kickt er seine Mama und checkt auf den Derschnupp. Das ist alles, was wir haben. Nicht mal Kühnfleisch, zum Dankfast, bloß das. Mama kickt Kevin an. Sagt, bist du nicht dankbar für dort, was wir haben? Dann kommt der Großpapa und dann sagt der Kevin, mir tut das leid, aber weißt du, ich bin nicht mehr ganz jung und ich kann nicht so erschaffen, so ich habe nicht Geld,
Tom noch so ein Kühnfleisch kaufen, dass wir würden einen feinen Turkey haben. Wirklich, sag ich da. Du willst doch nicht gern halten. Ich weiß nicht, was ich mit dir essen will. Die Mama, die schämt sich. Und sie wissen nicht, was sie nicht soll tun. Auf einmal ein Text, dann nimmst du eine Schiebe, was ein Papier eine Schiebe ist, damit sie die Frau essen merken. Und dann sage ich so, Kevin, komm mit mir mit. Kevin checkt so, und dann sagt sie, du geh hol deine Dagen und dann komm mit. Hier und holt die Dagen, es ist bei ohne der, dann sage ich da, was wäre nun? Ich sage, komm mit mir mit. Kevin ging mit. Was wollen sie? Sie ging durch eine Stadt auf ein Goss. Ging von einer Goss, nur der andere, dann noch wieder. Ab einmal blieb Mama stehen und sagte zu Kevin, guck mal, kannst du dort sein, den Onkel zu sagen? Ja, sagt Kevin, aber was ist daran? Das ist meine Schuld, dass du das sagst. Und dann hat Mama das Schiff ehren. Und sage ich, bring den Onkel dort ehren. Ich? Ja, bring den Onkel dort ehren. Kevin nimmt das Schiff und geht ein bisschen vergrünst Hahn. Sagt er, entschuldige mich, ich will dich nicht stören, aber Mama, das schickt mich hier an, ich soll dir das Überbliebsel bringen. Dort wie kein Überbliebsel, dort wie feinet Eden. Aber hei, wie so vergrünzt. Und dann sagt er, ich soll dir das Überbliebsel bringen. Das arme Mann, der kickt Kevin so an. Wirklich? Für mich? Jo, sagt er, das für dich. Und er fängt an zu ruhen und sagt, ich doch nicht, dass ich von dir noch würde Eden gerieren. Ich kann doch über nichts gefangen, dort ist es kalt. Ich kann nichts gehen. Wirklich, er nimmt die Schiebe und sagt, Gott segne dich. Und dann schickt Kevin ein bisschen anders und sagt, naja, Gott segne dich auch. Und geht in die Arme. Und ich sage, reut mir Christpapa gehen. No, sagt Mama. Und ich werde noch wieder gehen. Dann gehen sie wieder, noch eine Kurs wieder. Ab einmal, dann bleibt Mama bei der Stunde. Kevin, kick mal. Du und Janne sieht Kurs. Kannst du sein, wo du erst? Eine Mumte, wo du lächst. Was hast du mit dir denn? Kick mal. Der liegt du auf Zement und hast du ein bisschen mit Papier. Du lächst die Buben, bring an deine Dagen. Dort sind meine Dagen. Das sind dann, bring ich deine Dagen. Du wirst nicht zufrieden mit. Dann nimmt er, geht über den Goss, knallt sich die über die Mumte an und sieht, dort ist ein bisschen dunkel geworden. Der Frühe sitzt jetzt krank. Und da sieht nicht gesund, du auf der Erde, auf den Zement legen, du musst über kalt sein, nicht? Und hart. Dann sage ich da, ich will die nicht stehen, aber wirst du die Wellen diese Tage haben? Das sind all die Brückte, aber wirst du die Wellen haben? Der Früh, der reicht sie in den Kopf ein bisschen an. Und dann sage ich sie, wirklich? Diese Tag hast du für mich? Na jo, das sind all die Brückte, aber weißt du, die du weißt? Aber sagt sie, du weißt nicht, wie kalt mir all wir. Und wo hört dort hier aus? Aber ich bin so dankbar, wenn du dich für mich hast. Und sie nimmt dich und dreht sich der und sagt, na, no, nun hat sie feine Dagen. Und sie wird nicht mal vergrünzt über dich. Und dann kommt Kevin trägt eine Mama. Und dann sagt sie, Mama, ich weiß nicht, dass die Menschen so dankbar würden sein für gebrückte Dagen. Dass die wirklich so arm sind, dass die nur haben. Kannst du sagen, Kevin, wo dankbar die sind, wie ein nur haft, der freut sich für dort, wo die kriegt. Und die freuen sich auch für dort Ehen. So, nun werden wir nur groß mal Papa gehen. Aber euer Segonspartner sein, dann hast du ein Jahr, dort steht du in Ruhe.
Kevin jetzt förbi, die Mama auch. Aber Kevin, den Bora dort hier im Hortenbett und dreht er sich um und checkt. Und jeder ein bisschen Tränen und sagt er, ist alles okay? Bist du fein? Und dann ist er schön, jo, ich bin okay. Und dann kommt die Mama und sagt sie, du kannst uns alles sein, wo du wärst. Warum bist du traurig? Dann ruht sie weiter und dann sagt sie, meine Eltern, die sind diese letzten Jahre gestorben. Ich habe keinem. Ich komme mit keinem Tag an den Tag festführen, das ist das erste Mal, dass ich allein sehe. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und dort deutet Kevin Leute. Dann checkt er nur Mama, dann checkt er nur noch Mialtje. Und dann sagt er, du kannst mit uns mitkommen. Du kannst bei uns Tag festführen. Die Mama freut sich. Dann sage ich der kleine Mädchen, no, dort wird der Fehl sein, ich war leider nicht. Und dann sage ich, wo die Mama auf Mädchen arm und sagt, komm, du kannst mit uns Taubdank fast feiern, mit unserer Familie. Und dann gehen sie alle bei Christpappe. Und Kevin jetzt hat erst in den Schiefen, merkt die voll eben. Jetzt hat Mädchen da und sagt er, Lutsch einschmecken. Du bist nun ein Port von unserer Familie. Die Mama verrät sich. Kevin hat was gelernt. Der hat auch gelernt, was sie wohl haben, was sie soll lernen. Dankbar sein. Und dann geht der Kevin über das Papa. Dann sagt er, du hast so ein schönes Essen, das hat so ein schönes Geschmack. Und verzeih mir dort, dass ich so vergrünst und doll wäre. So mag wir nicht sein, wann wir werden Dankfest feiern und dort wie eine Familie haben. Wir freuen uns nun in der Mama, die wir so schafft. Und dann sagt der Christpapa, Kevin, du bist mein Junge und du hast dort gelehrt. Dankeschön, dass du gelehrt hast und für jeder niemals dankbar sein für dort, was wir haben. Wenn du nicht immer das Beste ist und das Schmackste, er ist so viel, als das andere Hand, das sind nicht. Wir haben, was wir haben, und du sagst, wie dankbar für und schaff dich für. In dort wünsche ich, dass die dort niemals würden verjähren, was immer je Hand, sie dankbar. Und wenn die dankbar sind, dann haben sie nicht Titum da sein, dann haben sie nicht Titum vergrenzt sein. Da sei ich dankbar und schaff dich. In Eva alles, weil wir dankbar sind, dass Jesus als für uns gekommen ist. Bild, wo wir bei Weihnachten feiern und werden nicht für jeden. Die Geschenke sind nicht das Wichtigste, trotz Fernen Geschenk geben, aber das ist nicht das Wichtigste. Wichtigste ist, wie wir werden und denken, woran feiern wir Weihnachten? Und für jeden nicht dankbar zu sein.